Wir befinden uns heute in Nagloa und zwar ganz, ganz am Ende. Ich halte mal kurz rum. Hier hört die Straße auf und hier kommt nichts mehr. Allerdings ist hier ein wunderschönes Fischrestaurant. Und zwar, ich halte mal drauf. Hier sieht man die Preise. Und hier sind schon Fische drin, die man nachher sich aussuchen kann zum Essen. So, wir halten mal ein bisschen von draußen drauf. Ich habe gesehen, es ist geöffnet. Und wir gehen mal gleich rein. Hier wird noch gebaut, man sieht's. Man kann dann später drin herumlaufen und kann sagen, ich möchte den Fisch oder den Fisch. So, wir gehen mal kurz rein. Ja, ist immer ein bisschen alles gewöhnungsbedürftig. Es sieht aus wie offen. Deswegen halten wir jetzt mal nur auf mich drauf. Wenn man gucken, so weit die Kappe. Und zwar haben wir hier sehr viel früher gegessen. Ich halte gleich mal drauf. Es ist nicht viel los, es sitzen hier 1, 2, 4 Leute. Wir gehen mal ein Stückchen nach hinten. So. Und zwar, was mir hier besonders gefallen hat, sind diese Liegen hier. Beziehungsweise, ich sag mal so, bei Ebbe nicht gerade. Bei Flut sieht es natürlich viel, viel schöner aus. Seht ihr hier die zwei älteren Schiffe? Ansonsten die kleinen Boote hier. Also wie gesagt, wenn Ebbe ist, ist es hier wunderschön. Wir haben ja wie Otto spielt, das machen wir ja davor und dann machen wir das hier hinterher. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Es sieht alles ein bisschen leer aus, ist natürlich klar, sind keine Leute da. Es sind, habe ich eben schon mal gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gäste. Und ja, wir werden dann auch gleich wieder weiter marschieren. Also würde ich sagen, Witz des Tages. Alle Kinder rennen in den Bunker. Nur nicht Renate. Die fängt die Granate. Wahahahahaha. Ja, da lachst du selber, weil ich darf nicht mehr so laut lachen in dein Ohr. Aber der war gut. So, hier ist er nochmal. Und zwar hält er nochmal drauf. So, wir gehen mal hier lang und gehen mal nach hinten. Da ist es noch sehr sehenswert. Ansonsten lasse ich das mal alles jetzt unkommentiert. Thank you.
Ja, ich weiß nicht, es sieht schon manchmal ganz schön wüst aus. Das ist ja wieder mal was für Otto, aber da sitzt ja draußen im Auto, die wollten nicht mit. So. Es ist so, das war früher alles nicht. Es wird wahrscheinlich hier immer umso mehr Kunden kommen, umso mehr wird hier angebaut. Das da hinten kannte ich noch nicht das letzte Mal. Aber sehr schön. Auch die Hotelanlage da hinten dran, sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, wir halten nochmal aufs Meer drauf. Und dann gucken wir mal, machen wir heute nicht so ein langes Movie. Also sehr schön, diese Anlage. Aber wie gesagt, auch nichts los. Lämmscher Wang. Und hier die zwei Schifferboote. Allerdings, wenn man genau hinguckt, sehen die ganz schön zerfallen aus schon. Ich denke mal, so viele Jahre werden die nicht mehr mitmachen. Ups. So, ich hoffe, der Wind stört nicht. Ansonsten lassen wir das erstmal so. Und wir müssen dann wahrscheinlich nochmal abends hergehen. Weil da ist mehr los. Allerdings zu der heutigen Zeit, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es sieht im Allgemeinen sehr mau aus. So, kommt er hier raus. Also wie gehabt, hier haben wir noch mal einen großen Parkplatz. Ah, da geht's raus. Und zwar kann ich euch nur aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar ist es jetzt 4-5 Jahre her. Und da hat man abends hier und da hinten keinen Parkplatz mehr gekriegt. Weil das Essen auch sehr, sehr gut geschmeckt hat hier. So, ansonsten würde ich sagen, machen wir langsam Schluss. Heute gehen Grüße raus an alle Fischfreunde, an Martin Busser, auch sehr geholfen, ich bedanke mich. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Abo nicht vergessen, auf kostenfreie Basis. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie es euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Also, bis die Tage, bye bye.
Thank you.